begrüße euch herzlich zu einem neuen Video auf dem Kanal und heute zeige ich euch Ausgabe 3 des Warhammer 40.000 Imperium Magazins. Die erste Ausgabe, die zum vollen Preis von 9,99 € erscheint und neben drei Miniaturen ist auch ein Pott Farbe enthalten. Farbe ist MacRaggy Blue, welche man, wenn ihr schon die Conquest-Reihe gesammelt habt, durchaus noch im Inventar haben solltet. Ansonsten für Leute, die jetzt mit Imperium dazu gekommen sind, eine ziemlich nützliche Farbe, vor allem wenn ihr halt auch Ultramarines bemalen wollt. Weiterhin sind enthalten drei Assault Intercessors oder wie sie auf Deutsch heißen, Sturm-Intercessoren. Und bei denen handelt es sich um einen Gussrahmen, der schon in dieser Starter-Paint-Setbox enthalten war. Wie auch schon die Necrons aus Ausgabe 2 sind es drei Modelle, die dann halt zusammen mit einem Starterpinsel und verschiedenen Farben, unter anderem auch MacRaggy Blue, verkauft werden. Dadurch, dass diese Sets jetzt auch nicht so super teuer sind und ansonsten gut für Einsteiger geeignet sind, finde ich eigentlich okay, dass sie jetzt in der dritten Ausgabe schon enthalten sind, beziehungsweise halt Ausgabe 2 mit den Necrons. Dadurch finde ich den Preisvorteil allerdings nicht so hoch. Ich würde jetzt bei der Ausgabe einen Preisvorteil von knapp über 1 Euro habe ich angegeben. Die Preisübersicht und Erscheinungsdatenübersicht etc. verlinke ich euch hier in der Videoinfo als Google Docs Tabelle. Geschmackssache. Also ich finde finde es cool, dass es halt eben diese Snapfit-Modelle sind. Die sind halt für Einsteiger super geeignet. Man muss sie nicht zusammenkleben, man kann sie zusammenkleben. Was ich halt nur super ungünstig finde, ist, dass halt hier Ultramarine-Symboliken verbaut sind. Jetzt gucke ich mich das... hier zum Beispiel auf dem Schulterpanzer ist ein Ultramarine-Symbol. Und das ist halt gerade, wenn man eine andere Armee spielen will, echt super unvorteilhaft. Und da muss man dann halt schon selber mit einer Feile und einem Dremel drangehen und das Symbol abschleifen. Finde ich nicht so gut gelöst, aber wie gesagt, es ist halt ein Gussrahmen aus einer älteren Box oder aus einer bereits existenten Box für Einsteiger ausgelegt. Und kann ich daher noch verzeihen. Zudem finde ich diese drei Space Marines jetzt nicht so unbedingt notwendig, weil ihr im späteren Verlauf der Reihe, ich glaube mit Ausgabe 12 und 13 sogar schon, bekommt ihr 2x5 Assault Intercessors und könnt damit dann halt auch ein bzw. zwei kleine Trupps dann halt damit bauen. Die drei finde ich halt passen dann überhaupt nicht in das System. Ne? Entweder ihr habt halt einen Fünfer-Trupp, zwei Fünfer-Trupps oder einen Zehner-Trupp. Finde ich persönlich macht mehr Sinn, als da jetzt noch irgendwie ein Dreier-Trupp, den ihr sowieso halt nicht regelkonform dann spielen könnt, außer jetzt hier in der Heftreihe. Oder habt dann sonst irgendwie einen 6er-Trupp und einen 7er-Trupp, was halt auch irgendwie nicht so wirklich sinnvoll ist. Aber ich finde es halt wirklich für Einsteiger super, um so die ersten Malerfahrungen zu sammeln. Und das ist dann auch nicht so tragisch, wenn ihr da halt irgendwie die Minis versaut und daraus dann halt was für den späteren Verlauf lernt. Von daher würde ich auch nicht dazu raten, Ausgabe 3 mehr als einmal zu kaufen. Da lohnt es sich dann halt eher, dann die späteren Ausgaben mit jeweils 5 Marines zu kaufen. Wie gesagt, steht auch alles in der Videoinfo in dem Google-Dingsee, was in welchen Ausgaben enthalten ist, soweit bekannt. Natürlich sind dann halt auch noch die Bases dabei, damit die Figuren halt auch stehen können. Und dann werfen wir mal einen Blick in das Heft selber, welches wieder mit einem super schicken Artwork daherkommt. Und hier seht ihr dann, wie die Marines dann quasi als Altmarines aussehen können. Hier ist wieder so ein Flyer für das Abo-Modell enthalten. Brauche ich nicht näher drauf eingehen, denke ich. Und hier wird dann halt auch wieder ein bisschen Hintergrund erklärt zu den Assault Intercessors. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, weil ich hier schon wieder die englischen Begriffe verwende, dass ich auch den Codex auf Englisch habe und ich das einfach so gewohnt bin. Jedenfalls habe ich halt Hintergrundinfos, dann hier ein bisschen Hintergrundgeschichte und das Heft fällt schon wieder auseinander, aber das werdet ihr gleich direkt einordnen.
dann hier die Bauanleitung und auch die Bemalanleitung. Alles super übersichtlich und nachvollziehbar. Und ich kann nicht oft genug sagen, es wird hier benutzt, das McCraggy Blue als Grundierung. Wenn ihr vorhabt, tiefer in das Hobby einzutauchen, kauft euch ein Grundierspray. Weil ich finde, mit einem Pinsel lässt sich das nicht so dünn genug auftragen, dass das wirklich als Grundierung nützlich ist. Also es ist halt, ich meine, jetzt bei den drei ist es jetzt nicht so tragisch, weil ihr später eh noch welche bekommt. Aber ich würde dazu raten, kauft euch ein Grundierspray, damit habt ihr auch mehr Details, könnt das Ganze besser bemalen und macht für mich persönlich einfach mehr Sinn. Ich habe auch, wenn ihr Fragen zum Thema Grundierung habt, ich habe auch so ein kleines Video mal erstellt zum Thema Grundierung und Base-Gestaltung. Das werde ich hier oben mal verlinken. Das ist noch nicht als fertige Reihe. Das werde ich noch irgendwann hoffentlich fertig machen. Aber so sieht das dann halt erstmal, wenn ihr nach der Anleitung malt, im ersten Schritt aus. Das wird im späteren Verlauf, das habe ich auch schon mal gesagt, weitaus besser aussehen. Also am Ende der Reihe habt ihr super tolle Ergebnisse, wenn ihr nach der Anleitung handelt. Und ja, dann ist hier auch schon die dritte Mission, Stopp die Flut, wo es dann auch ein bisschen mehr zur Sache geht, wo dann die drei Necrons aus Ausgabe 2 auf die drei Space Marines aus dieser Ausgabe treffen. Und da geht es dann auch schon gut zur Sache. Und die Mission werde ich für euch natürlich auch nachstellen. Und dann ist hier schon eine Aussicht auf die nächsten beiden Ausgaben. Und spieltechnisch kann ich dazu raten, besorgt euch Ausgabe 4 durchaus zweimal, vielleicht sogar mehrmals, weil diese Scorpack-Destruktoren wirklich super gut sind im Spiel. Und hier der Primaris Captain, es ist ein exklusives Modell, das bekommt ihr nur in dieser Heftreihe. Es wird, die wird es so nicht einzeln von Games Workshop zu kaufen geben, außer jetzt von privaten Anbietern. Könnt ihr euch also auch durchaus zulegen und gegebenenfalls zweimal, einmal zum Bemalen, einmal zum Sammeln, wie ihr es halt gerne haben möchtet. Ja, also ich finde für den vollen Preis von 9,99 € ist es okay. Also ihr bekommt halt einen Pott Farbe, den ich jetzt schon eine x-fache Ausführung habe. Drei wirklich einfach zusammenbaubare Modelle, allerdings halt mit Ultramarine-Symboliken. Und ist okay. Also ich finde halt wirklich so der absolute Preiskracher kommt hier mit Ausgabe 4. Werde ich dann nochmal drauf eingehen. Hier ist auch noch sogar noch eine Farbe dabei. Und ihr spart mit dieser Ausgabe laut meiner Auflistung satte 32 €. Und das solltet ihr schon zugreifen. Also, werde ich auch dann nächste Woche auch nochmal ansprechen bei der Ausgabe. Und sonst wird es in den nächsten Tagen erstmal gerade ein bisschen ruhig bleiben. Ich komme halt durch die Arbeit jetzt nicht dazu, vor Dienstag noch mehr Videos zu machen. Ab Dienstag geht es dann aber richtig los. Dann habe ich nämlich das Pre-Release-Pack von Magic's Gathering Kamigawa Neon Dynasty. Ab Freitag ist er dann auch, also nächste Woche Freitag, dann der offizielle Release von Kamigawa. Und Ende des Monats steht auch noch der Release von der neuen Pokémon-Edition an. Und ich habe auch noch so ein paar andere Sachen mir überlegt. Dazu dann zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall mehr. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch dann mit Ausgabe 4 wieder. Bis dann!